So, das ist Teil 2, weil leider ist das andere Video abgebrochen und ich mache jetzt einfach einen zweiten Teil und mache jetzt weiter an der Stelle. Und zwar, hier seht ihr nochmal die Socke und die Wolle dazu. Ich habe jetzt praktisch, das geht jetzt nahtlos zu Teil 1, ich habe jetzt praktisch die 10 Reihen hochgestrickt und das sind 60 Maschen, 10 Reihen. Das müsstet ihr jetzt hier auch machen. Mit der zweiten Farbe strickt ihr praktisch ein Rollbündchen. Alles rechte Maschen, 60 Maschen anschlagen, 10 Reihen stricken. Dann rollt sich das hier so super schön von alleine ein. Und wir machen jetzt an dieser Stelle weiter, wo wir das praktisch zusammenführen. Dieses Gestrickte und dieses Gestrickte. Und zwar nehmt ihr euch jetzt erst einmal, dass ihr beide Fäden so zusammen habt, dass die beiden Fäden so wegzeigen. Ihr legt dann das so durch, so dass praktisch das eine über dem anderen liegt, damit ihr hier vorne, das Weiße könnt ihr jetzt an der Seite weglassen, und den Faden brauchen wir jetzt praktisch von der Wolle, die hier dann ihr zum Weiterstricken für den ganzen Socken nehmt. So, ihr nehmt euch praktisch den Faden auf die Nadel und dann müsst ihr immer die vorderste und die hinterste zusammen abstricken. Wenn du das vor dir hast, geht das ganz einfach. Es sieht bei mir nur jetzt so unbeholfen aus, weil ich nämlich das so mache, dass ihr das auch super seht. Also hier vorne rein, dann hier hinten rein, geht hinten durch und vorne durch. Und dann immer beide Maschen gleichzeitig ablassen. Also noch einmal vorne durch, hinten durch. Den Faden holen und ablassen. Das macht ihr jetzt praktisch in dieser ganzen Reihe. Einfach vorne durch, hinten durch ablassen. Mit der Zeit geht das dann etwas schneller. Vorne durch, hinten durch ablassen. Und wieder vorne durch, hinten durch ablassen. So, wenn ihr noch mehr Perlensocken oder andere Socken stricken möchtet, dann schaut einfach in die Playlist. Dort gibt es wunderschöne Socken. Ein fertiges Bild bekommt ihr wieder in der Facebook-Gruppe. Und als Sandmeer werde ich euch auch ein fertiges Bild machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Socken. Denn wie ich schon gesagt habe, ich habe hier meine Lieblingsferse, meine Spickelabnahme und meine Lieblingsbändchenspitze gemacht. Und so kannst du jetzt auch mit diesen Socken, mit dieser Sockenanleitung weiterverfahren. Strick einfach, was dir am liebsten ist, was du am besten kannst, was am schönsten für dich ist. Viel Spaß, deine Nicole von Sheep Love Wool. Ich verlinke euch im ersten Kommentar den ersten Teil. Und wenn ihr auf den ersten Teil dann kommt, könnt ihr auch unten in den ersten Kommentar diesen Teil wiederfinden. Und dann in der Playlist. Tschüssi, meine Lieben. Habt einen schönen Tag.